Du möchtest einen perfekt, wirklich einen perfekt sitzenden Anzug haben? Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich habe mir vor kurzem ein paar Anzüge gekauft und bei einem Anzug, da war noch nicht alles perfekt, da mussten noch ein paar kleine Änderungen gemacht werden. Und da habe ich mir gedacht, komm, mache ich doch mal ein Video und erkläre euch, worauf ihr achten müsst, damit ihr am Ende des Tages wirklich einen perfekt sitzenden Anzug habt. Starten wir als allererstes mit dem Sakko. Beim Sakko ist es wichtig, dass man vier Dinge beachtet, damit das Sakko wirklich perfekt sitzt. Und das wären folgende. Einmal die Schulter, zum anderen die Taille, die Ärmellänge des Sakkos und schlussendlich auch die gesamte Länge des Sakkos. Und auf die Dinge solltet ihr definitiv beim Kauf achten. So, wir arbeiten uns jetzt einfach mal von oben nach unten und starten jetzt an dieser Stelle mit der Schulter. Also die Schulternaht des Sakkos sollte genau dort liegen, wo der natürliche Schulterrand ist. Nicht zu weit nach innen, nicht zu weit nach außen, sondern genau da wirklich, wo der Schulterrand ist. Bei den meisten Sakkos ist es so, dass bei den Sakkos noch ein Schulterpolster reingenäht ist. Und wenn das der Fall ist, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass dieses Schulterpolster nicht zu fett ist, sondern dieses Schulterpolster sollte einfach die natürliche Schulter unterstreichen. Also nicht größer wirken lassen, sondern die einfache, natürliche Schulter natürlich aussehen lassen. Noch ein Tipp dazu, zu den Schulterblättern, denn das gehört ja irgendwie zur Schulternaht mit dazu. Du solltest bei den Schulterblättern so viel Platz haben, dass du dich einfach vernünftig bewegen kannst. Ja, dass du zum Beispiel vernünftig jemanden die Hand geben kannst, oder dass du auch zum Beispiel einen Kaffee oder einen Drink halten kannst. Denn wenn es zu eng ist, ja, dann wird es halt schwierig, dann hast du nicht mehr so viel Bewegungsfreiraum und sollte auch nicht zu viel sein, ja. Aber dieses gesunde Handschütteln oder das gesunde Autofahren, auch wenn du jetzt mit einem Sakko kein Auto fährst, das sollte gegeben sein. Und wenn du genug Bewegungsfreiraum hast, dann fühlst du dich auch richtig schön wohl. Kommen wir zur Taille. Um die Passform der Taille zu beurteilen zu können, müssen wir erstmal das Sakko schließen. Das bedeutet, bei einem Einreiher halt den ersten Knopf zu schließen und bei dem Zweireiher den inneren Knopf als auch einen äußeren Knopf. Und dann können wir halt beurteilen, ob die Taille sitzt oder nicht. Bei der Taillierung des Sakkos ist es so, dass die Taillierung bestenfalls der Taillierung deines natürlichen Körpers halt folgt. Es soll nicht zu eng sein. Ja? Wenn es zu eng ist, dann hast du auch ein bisschen Schwierigkeiten im Bewegungsfreiraum. Und wenn es zu breit ist, ja, oder einfach zu weit ist, dann sieht das nachher so aus, als ob du den Anzug deinem Papa oder deinem Bruder geklaut hast. Von daher versuch auch hier drauf zu achten, dass du genügend Bewegungsfreiraum hast und dass die Taillierung einfach deiner natürlichen Taillierung des Körpers folgt. Arbeiten wir uns jetzt noch ein bisschen runter vom Sakko und zwar zur Ärmellänge. Wenn man die Ärmellänge sieht, ja, und die nicht passt, dann ist das auch das erste Indiz dafür, dass der komplette Anzug nicht passt. Es ist halt hier wichtig, dass die Ärmellänge ungefähr da aufhört, wo die Daumenwurzel anfängt. Man muss das natürlich auch nicht so übelst streng sehen, ja, aber das ist so ein ungefähr Richtwert, den man über den Daumen gepeilt sagen kann. Dort sollte ungefähr die Sakko-Ärmellänge enden. Außerdem ist es so, dass es bestenfalls so aussieht wie jetzt hier, dass man das Hemd ein Stückchen noch sieht, ungefähr so einen Zentimeter. Das ist eigentlich so ideal. Auf jeden Fall sollte das Hemd noch ein Stückchen weit durchblitzen. Und by the way, an dieser Stelle nochmal ein Pro-Tipp. Die Sakkos, die reinigt man natürlich nicht so oft wie die Hemden. Hat einen Grund. Und zwar, die Sakkos sollten nie auf der Haut aufliegen, denn das Hemd liegt auf der Haut auf und das Sakko eben nicht. Deshalb kann man auch tagtäglich sein Hemd wechseln und das Sakko muss man halt auch nicht tagtäglich wechseln, muss auch nicht immer in die Reinigung gebracht werden. Klar, irgendwann mal schon, ja, aber ich glaube, der Gedanke ist verstanden, das Sakko darf nicht auf der Haut aufliegen. So, kommen wir jetzt zum letzten Teil des Sakkos und zwar zur generellen Sakkolänge. Das Sakko sollte so lang sein, dass es deinen Allerwertesten einfach ein wenig bedeckt. Bei einem Anzug ist es tatsächlich so, dass das Sakko einfach ein bisschen länger sein sollte, damit das von den Proportionen her einfach ein bisschen besser aussieht. Wenn du zum Beispiel die Kombination trägst mit Chino und Sakko bzw. Jackett, dann kann das Jackett auch ein bisschen kürzer sein. Dann ist es halt kein Anzug mehr, aber dann ist es ja auch eher so ein freizeitmäßiger Look. Von daher darf es halt ein bisschen kürzer sein dann. Kommen wir vom Sakko zur Hose und da gibt es drei Punkte, die man beachten sollte und da arbeiten wir uns auch wieder von oben nach unten runter und zwar einmal der Bund, also der Hosenbund, dann die Hosenweite und die Hosenlänge. Beim Hosenbund ist es so, dass die Hose wirklich so gut sitzt, dass man weder Hosenträger braucht, noch einen Gürtel braucht, sondern Gürtel und Hosenträger sollten tatsächlich nur als Accessoire eingesetzt werden und die Anzughose sollte wirklich am Bund perfekt sitzen. Bei mir ist es so, also bei mir persönlich, dass ich halt
sehr schnell zu und auch abnehme. Deshalb würde ich euch empfehlen, das nicht zu eng zu machen. Denn wenn du da mal ein paar Kilo mehr drauf hast, also bei mir schwankt das wirklich relativ schnell. Wenn ich ein paar Kilo mehr drauf habe und ein paar Kilo weniger drauf habe, dann wird die Hose mal schnell zu eng oder auch zu weit. Von daher müsst ihr auch für euch selber so ein bisschen das Gefühl entwickeln, wie das für euch am besten passt. Aber generell gilt die Regel, die Anzughose sollte perfekt passen, dass man keinen Gürtel verwendet und auch keine Hosenträger. Bei den Bundformen ist es so, dass es drei verschiedene Bundformen gibt. Und mein persönlicher Favorit ist diese Bundform mit so einem Side-Adjuster, wo du die Hose einfach noch so ein bisschen anpassen kannst. Auch aus dem Grund natürlich, weil ich halt schnell zu- und abnehme. Und wenn du halt dann mal ein paar Kilo weniger hast, dann kannst du einfach mal ein bisschen enger schnüren und schon passt die Hose wieder. Dann gibt es noch Hosen mit Gürtelschlaufen, wo du einen Gürtel durchstecken kannst, ganz klassisch. Und natürlich auch noch Hosen komplett ohne Gürtelschlaufen, wo einfach nichts dran ist. Und da ist es natürlich auch so, da muss die Hose einfach sitzen. So Leute, kommen wir zur Hosenweite. Und ich bin mir sicher, dass einige Männer da draußen das zu 100% schon mal falsch gemacht haben, inklusive mir selbst. Denn spätestens dann, wenn deine Hose aufreißt an den Beinen, ja, spätestens dann weißt du, du hast was verkehrt gemacht. Und dazu gibt es einen Spruch, den man sich unter die Ohren schreiben sollte, damit man alles richtig macht. Und der Spruch geht wie folgt: Die Hosenbeinweite sollte so schmal wie möglich und so weit wie nötig sein. Du musst dich halt in der Hose halt noch gut bewegen können. Auch dich vielleicht mal bücken können. Und wenn das nämlich nicht geht, ja, dann läufst du halt direkt Gefahr, dass die Hose einfach aufreißt. So Leute, jetzt kommen wir zur Hosenbeinlänge. Jetzt sind wir ganz unten angekommen. Bei der Hosenbeinlänge ist es so, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also generell muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wie er seinen Anzug trägt. Aber bei der Hosenbeinlänge ist es so, dass du drei verschiedene Möglichkeiten hast. Einmal die klassische Variante, einmal die trendige, moderne Variante und einmal die sportliche Variante. Ich gehe diese drei Varianten einmal für euch durch. Bei der klassischen Variante ist es so, dass die Hose so weit auf dem Schuh aufliegt, dass Minimum eine Falte geworfen wird, also ein Bruch in der Hose entsteht. Bei der modernen, trendigen Variante ist es so, dass die Hosenbeinlänge so weit geht, dass die fast circa auf dem Schuh aufliegt, dass maximal eine kleine Falte entsteht. Das ist eigentlich so eine Zwischenvariante, wenn man nichts falsch machen möchte oder wenn man nicht genau weiß, okay, in welche Richtung soll es gehen, dann ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Kommen wir zur letzten Variante, mein persönlicher Favorit, und zwar zur sportlichen Variante. Bei der sportlichen Variante ist es so, dass man auf jeden Fall den Knöchel sieht. Kleinen Männern würde ich von dieser Variante eher abraten, weil bei kleinen Männern ist es so, dass die dann wahrscheinlich noch kleiner wirken. Aber für mich eine super schöne Variante, weil ich relativ groß bin und ich halt es mag, halt im Sommer auch mit Sneakern den Anzug zu tragen. Oder halt im Winter, ja, wenn du zum Beispiel im Winter auch diese Variante tragen möchtest, kannst du auf coole Socken mit coolen Mustern zurückgreifen, was auch wieder ein kleines Highlight beim Anzug sein kann. So Leute, das waren jetzt insgesamt 7 Punkte, die ihr definitiv beachten müsst, damit euer Anzug perfekt sitzt. Und wenn ihr diese 7 Punkte im Kopf durchgeht, also als Checkliste durchgeht, dann kann ich euch garantieren, dann wird der Anzugkauf perfekt ablaufen und perfekt sitzen und ihr werdet richtig schön sexuell in eurem Anzug aussehen.